Die einen lieben alles, was zwei Räder hat, ja. Die anderen brauchen zwei Flügel, um glücklich zu sein. Und darum geht es jetzt bei uns, egal ob ein Düsenjet oder ein Helikopter, obwohl der hat ja mehr als zwei Flügel, glaube ich, ne? Oder ein Segelflieger. Wir besuchen heute die Modellfluggruppe Rodenberg in Niedersachsen. Die haben nämlich unseren Reporter Sven Tietzer eingeladen. Ja, und du freust dich schon. Da fällt mir schon wieder ein Lied ein. Volare. Oh. Ja, siehst du, für jede Situation haben wir ein Lied. Und unser Reporter Sven Tietzer ist für uns live vor Ort. Das heißt heute nämlich Tietzer kommt. Und heute bin ich wirklich richtig neidisch auf Sven, weil der darf mit ferngesteuerten Flugzeugen da rumhantieren. Ich habe nie sowas gehabt. Nur die Autos an dieser Leine. Aber ist auch egal. Ja, du armer Junge. Hart. Sven, darfst du denn heute auch jetzt fliegen oder nicht fliegen? Nachdem ich erzählt habe, dass ich mal so eins für 30 Euro hatte und dass mir quasi per Fernsteuerung auf dem Acker gelandet ist, haben die gesagt, das lass mal lieber. Nein, man dürfte, man könnte, aber ich halte mich zurück. Es sind so viele tolle unterschiedliche Modelle und da habe ich mir gedacht, das überlassen wir dann doch lieber den Profis. Aber wer mal Interesse hat, man kann jeden Freitag vorbeikommen, auch als Ungeübter, dann ist ein Profi dabei und dann kann man das mal üben. So, einen schönen herzlich Willkommensgruß haben wir. Und Raphael, ihr habt gesagt, auf dem Sportplatz, auf dem Flugplatz, ihr sagt alle du. Ja. Wir haben uns aufs Du geeinigt. Jupp. So, du bist Kunstflieger, erster Vorsitzender. Ab das Ding. Kannst du damit direkt hoch? Jawohl. Wow, es geht auch rucki zucki. Und oben ist das Ding. Also du hast vorhin zu mir gesagt, du warst 1990 mal deutscher Meister im, wie nennt sich das, Modell? Das war Peilungflug. Nee, das war Peilungflug, Geschwindigkeit. Ja. Und da will man natürlich auch mal, jetzt kommt schon der Looping. Und was ist das, was er gerade macht? Das war eine gerissene Rolle im Looping drin. Aha, gerissen, weil nicht durchgeführt oder wie? Nein, mit gerissen, weil es extrem schnell war. So, zack. Okay, das ist übrigens die typische Haltung hier auf so einem Modellflugplatz. Alle gucken immer schön nach oben. Wir haben den Flieger von Raphael vorhin mit einer Kamera ausgestattet, damit Sie mal die Perspektive haben. Und das da vorne, was da so waagerecht rauf nach oben geht, das ist tatsächlich der Propeller. Das sieht mit der kleinen Kamera so aus. Und ach, fallen Sie mir nicht vom Sofa. Es kann einem schon mal übel werden. Nicht, dass der Kuchen im Hals stecken bleibt. Wünschst du dir manchmal, Raphael, da drin zu sitzen? Also, das in echt zu haben? Ehrlich gesagt nicht, ne. Nee? Nee. Ich bleib lieber am Boden. Wird man nicht Modellflieger, weil man sich das große Flugzeug nicht erlauben kann? Nein. Nein? Nein. Sondern, was macht die Faszination einfach aus? Einfach, weil man am Boden steht und man das Modell steuert, aus verschiedenen Perspektiven beobachten kann. Ne? Das ist es, oder wie? Genau, das ist es. Und die Technik. Ne? Man will wahrscheinlich auch immer besser werden, oder? Auf jeden Fall, ja. Und naturgetreu fliegen. Man baut ja seine Modelle im Vorbild nach, wenn man das möchte. Ne? Ja. Und dann hat man halt ein Flugzeug in klein. Gut, dann halte ich mal warm. Ich fordere dich nachher noch heraus. Okay. Dazu aber später mehr. Wir gehen jetzt mal rüber zu Rainer. Rainer hat einen Düsenjet. Habe ich richtig, ne? Ja. Ist der jetzt schon an oder noch nicht? Nee, den machen wir jetzt an. Warte mal. Ja? Was ist da jetzt der große Unterschied zu dem Modell, was wir da eben gesehen haben? Das ist ein richtiges Gasturbinentriebwerk, was im Prinzip auch mit Kerosin funktioniert, wie in der echten Fliegerei auch. Das ist also das, was wir auch auf dem Flughafen, wenn wir in Urlaub fliegen, da sehen. Genau, was die großen Flieger auch benutzen. Richtiges Kerosin, was da verbrannt wird. Fährt jetzt langsam hoch. Da kommt gleich hinten, da wird es auch gleich laut. Da kommen, wie viel Grad kommen da raus? 650 Grad. Kann man das noch handeln? Ja. Jetzt mal unter uns. Wenn du den jetzt irgendwie in die Wicken setzt, da hinten auf den Acker, was wäre das für ein Schaden? Ja, ich sag mal, 10 Paar Schuhe von meiner Frau. Na! Das kann ich ja fast nicht glauben. Ja, doch. Ehrlich? Okay. Ist der gleich so weit, dass du den hochjagen kannst? Okay, jetzt wird es auch laut. Mit was für einer Geschwindigkeit kannst du damit unterwegs sein? Also 250 bis 300 Stunden. Okay. Und alleine ist das nicht zu handeln, wie wir sehen. Jetzt darf auch keiner dahinter stehen, weil dahinter wird es wirklich warm. Und zack. Aber ich sag gerade noch, man darf nicht dahinter stehen. Aber du. Das hört sich auch wirklich an, ne? Wie so ein Düsenflieger. Aber du warst ganz cool dahinter gestanden. Ist das da nicht heiß? Es wird warm. Für den Winter ist es ganz nett. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt haben wir einen Kunstflieger gesehen, einen Düsenjet. Und jetzt gucken wir uns das Gefährt von Achim an. Achim,
Geht er an oder geht? Jetzt will er nicht anspringen? Doch, der wird. Ich hoffe, dass er angeht. Na los, dann hauen wir an. Das ist nämlich ein Zweitakter und ganz besonders altes Modell. Und vor allem komplett von dir selbst gebaut. Genau. Ah, hier. Mensch. Erst gezeichnet, dann gebaut. Klingt wie ein Moped. Ja, auf jeden Fall ist ja auch so fast ein Motorrad-Auspuff drin und ein Motorrad. Einzylinder, Entschuldigung. Gut, kannst du den jetzt in die Luft bringen, wenn die da, die passen ein bisschen auf dich auf. Warte mal, komm mal hier zu mir rum. Das wollte ich auch hören. Ist ja alles immer nicht ganz so einfach. Ja. Das Besondere an dem ist, du hast ja, bist jetzt noch nicht so oft mit dem geflogen. Ach, oder doch, hast du den neu tariert? Irgendwas war nee, da. Den über 20 Jahre habe ich das Teil schon und der hat schon mächtig viel Flugstunden hinter sich. Und das Besondere daran ist einfach, dass der keine, lass ihn mal hoch. Oder ist das schwer? Reden und starten gleichzeitig. Genau, das muss ich einzeln machen. Guck mal hier. Oh Gott. Ich dachte, ja, hier, so das war das, aber knapp eben, ne? Das war sehr knapp, ja. Oho, hier, siehst du? Das war eine knappe Situation hier gerade. Sowas passiert normalerweise nicht, weil wir hier eine Flugaufsicht haben, die darauf achtet, dass hier die Leute auch ganz gesittet starten und landen. Und das war nicht ja, eben das passiert, weil heute alles ein bisschen aufgeregter ist. So, meine Damen und Herren, den Achim, ja, den wir da jetzt, bist du zufrieden, wie er fliegt? Ja, ne? Ja, wunderbar. Fliegt ganz geschmeidig durch die Gegend. Den Achim hat meine Kollegin Elena Tairis heute Vormittag zu Hause besucht, denn das ist nicht das einzige Flugzeug, was er selbst zusammenbaut. Etwa 1500 Stunden dauert es, bis hieraus mal ein Flugzeug wird. Genauer ein Modellbauflugzeug, aber nicht irgendeins. Achim Buchholz beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit Modellbau. Das wird ein Dreidecker, ein Fokker DR1 nannte der sich früher. Da ist Richthofen mitgeflogen, 1913, also im Ersten Weltkrieg war das. Ja, und den versuche ich jetzt hier einigermaßen maßstabsgetreu nachzubauen. So in der Größe, dass das auch möglichst noch bei mir ins Auto passt. Das bedeutet im Maßstab 1 zu 2,5 Meter. Ein Vierteljahr hat er schon an den Plänen gesessen, den Originalplan von 1913 in Miniaturform übersetzt. Der hat wenig mit modernen Flugzeugen zu tun. Eigentlich sind das Welten. Das kommt mir vor wie eine alte Schreibmaschine zum neuen Laptop. Also die Profile, die Antriebe, der ganze Komfort in den Flugzeugen, da haben die früher richtige Leistungen bringen müssen, um so ein Modell, um so ein Original zu fliegen. Mit dem Fliegen kennt sich Achim aus. Er hat einen Flugschein, aber nicht nur das. Vor seiner Modellbaukarriere hat er sogar schon ein richtiges Flugzeug gebaut, einen Kiebitz-Doppeldecker und natürlich auch selbst geflogen. Ich habe mir auch welche angesehen von der Art, die fertig zu kaufen. Aber die sind dann zum Teil schon so verschlissen, dass ich, da ich so ein leichter Sicherheitsfanatiker bin, das machst du lieber selber. Dann weißt du, dass jeder Niet und jede Schraube an der Stelle da sitzt, wo er hingehört. Ne? Aber zurück zum Modellbau. Denn auch hier überlässt Achim nichts dem Zufall. Die Fokker DA1 bekommt heute einen Motor. Kostenpunkt 2000 Euro. Das restliche Material kostet nur 1000. Der Motor muss in bestimmten Winkeln eingebaut werden, um die Kreiselkraft des Propellers zu kompensieren. Ob's passt, weiß er aber erst später. Man hat so gewisse Grundeinstellungen, die man benutzt. Und den Rest muss man hinterher beim Fliegen sehen, wie das Modell sich verhält und dann dementsprechend korrigieren. So soll die Miniatur Fokker übrigens aussehen, wenn sie mal fertig ist. Aber bis es soweit kommt, wird Achim Buchholz noch einige Stunden in seinem Bastelkeller verbringen. Aber das Basteln macht ja ehrlich gesagt auch immer am meisten Spaß, oder? Also mir persönlich nicht so. Ich fliege eigentlich lieber, als dass ich am Hubschrauber bastle. So, jetzt kommt's, Freunde. Der Christian hat einen Hubschrauber. Und dann dachte ich, ja, okay, Hubschrauber hat man auch schon mal in der Luft gesehen. Aber ich verspreche Ihnen hoch und heilig, das, was Sie jetzt sehen werden, haben Sie so auch noch nicht gesehen. Da steht das gute Modell. Ist er startklar? Er ist startklar.
Denn du kannst Kunstflug mit dem Hubschrauber. Jetzt hast du gesagt, ich darf dir nicht zu schwere Fragen stellen, um dich nicht abzulenken, weil das Schlimmste, was passieren kann, und das ist auch die häufigste Unfallursache bei euch auf dem Platz, ist, wenn man zu abgelenkt ist. So, aber du kannst mir ein bisschen was zu dem Hubschrauber sagen. Ja, das ist also ein Modell, der hat 1,60 Meter Spannweite, wird elektrisch betrieben mit Lithium-Polymerzellen. Hat ein Gewicht von ungefähr 4,5 Kilo und ist im Prinzip voll kunstflugtauglich. Man kann da ähnliche Sachen fliegen. Looping schon, ne? Ein Looping, genau, wie die Flächenmodelle. Also wie die normalen Flugzeuge, meinst du? Ja, richtig. Ob das jetzt eine Rolle ist, wie hier jetzt gerade. Kannst du ein bisschen näher rankommen? Ja, genau. Weil du hast ja vorhin, hast du mir schon einmal gezeigt, wie du damit quasi fast den Rasen mähen kannst. Das würde ich ja dann doch ganz gerne nochmal sehen. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen aus dem Bild gehen, weil mir das jetzt zu... Ja, du musst natürlich auch immer alles im Blick haben. Okay. So, jetzt kannst du ihn... Das können wir mal auf den Rücken legen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist dir der auch schon mal abgeschmiert? Leider ja, aber zum Glück maximal einmal im Jahr. Und dann halt, wie gesagt, oft, wenn ich... nicht so ganz bei der Sache war, gedanklich. Ja. So, und damit könnte man quasi auf diese Art und Weise den Rasen mähen. Toll. Vielen Dank für diese kurze Vorführung. Ich habe den Raphael noch herauszufordern. Raphael, kannst du deinen Flieger schon in die Luft bringen? Denn Raphael hat von mir die Aufgabe gekriegt, quasi wie beim Limbo-Dance, jetzt mit seinem Flieger unter diesem Flatterband durchzufliegen. Und wenn Sie das da hinten sehen, sein Flugzeug ist ja schon ganz schön groß, das Flatterband, naja, nicht ganz so weit oben. Aber sein Job ist jetzt, da aus der Luft einmal drunter durchzufliegen. So. Raphael, ist das schon eine Herausforderung für dich? Ja. Ja, das ist auch ganz gut so. Das ist ja nur geringfügig höher wie das Modell selbst. Das Schlimmste, was passieren kann, ist quasi da jetzt... hängen zu bleiben. Ja, die Jungs dahinter müssen weg. Ja, ne? Auf jeden Fall. So, eine Sache noch zu euch. Wer Lust hat, das habe ich ganz am Anfang gesagt, auch wenn er nichts damit zu tun hat, der kann ist herzlich eingeladen, freitags vorbeizukommen, ne? Hier nach Rodenberg. Genau. Das ist quasi direkt an der A2, die sieht man da hinten auch im Hintergrund, Abfahrt Bad Nenndorf. Einfach mal hier hochkommen, da wo die Windhose im Wind weht. So, jetzt wird es aber spannend. Achso, du versuchst Landeanflug zu machen, ein bisschen. Und, jawohl, oh, da ist ja noch Luft nach oben, hör mal. Ja. Sehr gut. Dann sage ich vielen Dank für die Einführung und ich muss wirklich sagen, ach du ahnst es nicht. Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber. Okay, davon habe ich jetzt nichts gehört. Happy Birthday to you. Hat aber alle hier eingeweiht. Danke, Kiste. Ach Gottchen, ja, danke schön. Die sieht ja fast aus wie selbstgebacken. Aber jetzt bin ich ein bisschen gerührt. Ach, danke sehr. Auf die 29. Ja, den können wir jetzt alle zusammen anschneiden. Gar nicht an, du hast so eine kindliche Röte jetzt gerade im Gesicht. Das macht dich sehr sympathisch. Und wir gratulieren natürlich auch hier aus dem Nachmittagsstudio von den ganzen Kollegen. Und auf Facebook gibt es auch schon ohne Ende Glückwünsche hier für Svenny. Hier, guck mal. Ich glaube, 41 Glückwünsche haben wir schon für dich bekommen. Ja, also die sind jetzt in den letzten 2 Minuten sogar gekommen. Sogar welche aus Holland. Ja. Und wenn sie ihnen auch noch gratulieren wollen, den Sven, einfach mal bei uns auf die Facebook-Seite gehen. Da freust du dich doch, oder Sven? Natürlich, ich habe das sogar schon gelesen. Freue mich wahnsinnig, danke, kann man gut gebrauchen. Bei Ü40 nimmt man ja nicht nur Glückwünsche, sondern auch Gesundheit entgegen. Aber ich glaube, da bin ich ganz guter Dinge. Ja, wir wünschen dir auch natürlich Gesundheit und alles das, was du dir alles auch wünschst. Alles Liebe. Und wenn Sie sich den Sven mal wünschen möchten, dass er zu Ihnen kommt, also Tizer kommt mal bei Ihnen im Verein, zu Hause, wo auch immer, bewerben Sie sich bei uns. Das ist ganz einfach. Gehen Sie auf unsere Webseite www.ndr.de/meinnachmittag oder Sie schicken uns eine E-Mail an meinnachmittag@ndr.de. Und wenn er dann zu Ende gefeiert hat heute, dann kommt er gern bei Ihnen vorbei. Ja.